Hallo von der Baustelle. Hier kommt jetzt ein Praxistipp, wie die Düse vom Sprühpreimer nicht verklebt. Hi, ich bin Jochen. Und dass diese Düse von dem Sprühpreimer verklebt, das kennt ja jeder. Aus diesem Grunde einfach hergehen, nach dem Gebrauch der Sprühdose, die Dose auf den Kopf stellen und einfach kurz sprühen, bis nur noch Treibmittel kommt, kein Material mehr und dann ist die Düse frei und fertig für den nächsten Gebrauch. Weitere solche Tipps, Tricks und Hinweise bekommt ihr im Proklima Newsletter, also abonniert einfach proklima.de/news.